So, servus Leute, was geht? Erster Tag von Dirt Masters. Jetzt finde ich gleich ein Bunny Hop Contest statt. Und da haben wir gesagt, machen wir spontan mit, springen wir mit. Schauen wir mal, da ist recht ziemlich viel los, muss man sagen. Machen wir mal einen Bunny Hop Contest mit. Wie geht's euch, Winterberg? Seid ihr gut drauf? Du hast mir doch eben versprochen, dass wir jetzt mal zusammen die Menge anheizen. Ist das jetzt so eine Höhe, wo wir das mal machen können? Das würde ich schon sagen, weil du hast ja schon gestoppt, weil es ja schon leise war. Das war das Problem. Das heißt, wir brauchen ein bisschen lauter und dann können wir es ein bisschen höher machen. Sicher, dann will ich, dass ihr alle richtig ausrasten. Hey, Christian Bastard! Über der Zeit das ist die Lautstärke, die wir brauchen hier. Danke, Gabi. Numero Duo, Platz Nummer 2, Gabriel Wittmer. Unsere drei Finalisten, Pascal Koraika, der Nick Schubert, Gabriel Wittmer und Max Wegener. Unmöglich alles alleine trinken, hat er wohl. So, war ja echt recht lustiges Event, kann man nicht sagen. Also Zuschauer waren auch ein paar, gewonnen habe ich nicht, aber ja. Halb so schlimm, ja, war auf jeden Fall recht lustig. Und dann sehen wir uns morgen. Servus. Servus Leute, was geht? Tag 2 von die Dirt Masters und wir haben es gerade 11 Uhr, jetzt ist Trackwalk angesagt. Jetzt checken wir mal die Strecke ab. Es ist relativ nass, hat gerade geregnet. Schauen wir, wie die Strecke jetzt ist und nehmen wir euch so mit. Schau auf jeden Fall, hätte man schon brutal rutschig aus. Also ist echt verdammt lättig. Die Winterberg ist jetzt nicht bekannt dafür, dass es ultra schwer ist, aber ist einfach geil zu fahren. Ist auch immer eine geile Stimmung. Ich glaube, jetzt haben sie sogar ein paar neue Stücke eingebaut, was eigentlich recht cool ist. Ein paar Off-Cameras und so. Nicht schlecht auf jeden Fall. Und ja, schon gut auch soweit. Limit war da ganz drüben wieder. Ja, da hat er immer näher Kim wieder. Ich war genau unterwegs damit. And I'm feeding off the crowd. My feet stomp the ground. The sound is so loud. Pump it up. I can hear the chance and cheers coming in. Ja, gerade durch einfach und geht dahin. So, jetzt sind wir eh gleich unten. Also, schaut auf jeden Fall nicht schlecht aus. Freue mich schon zu fahren. Also, jetzt ist eh bald Training. Jetzt haben wir erst noch so eine kleine Ride-Out für Canyon. Und dann haben wir Training. Auf jeden Fall recht lässig, glaube ich mal. Ich bin gespannt, wie sich die Strecke entwickelt. Ich glaube, das wird echt brutal werden bis Sonntag. Ja. Also, währenddessen wir Track gegangen sind, sind wir jetzt hintergekommen und sie haben gesagt, dass sie die Radeln aufbauen. Aber es schaut noch nicht gut aus. Also Leute, jetzt haben wir kurz so ein Ride-Out gemacht, da waren richtig viel Leute, also war echt geil, hat mich echt gefreut. Da ein paar Laps mit eingefahren, hat Spaß gemacht und jetzt gehen wir Whip-Off machen, also jetzt gehen wir ein bisschen trainieren, ein bisschen Warm-Up springen und dann ist eh schon Signing-Session, also ziemlich stacked-hind, ziemlich busy, aber ist geil, taugt mir, jetzt checken wir mal den Whip-Off-Sprung ab, also wenn nicht zu viel Wind geht hoffentlich.
leaving, cause we believing, it's for certain, we put the work in, we ain't stopped just because it's hurting, right before your eyes, so it's coming to no surprise, the takeover is televised, over and over and over again, make no mistake, we continue to win, defeat never known, cause I will not lose, they wanna mimic my moves, but can't walk in my shoes, to be legendary, it's hereditary, we taking over hostile if necessary, competition we devour. We taking over, speaking truth to power. Also kurz Wipoff Training gemacht, zwei, dreimal gesprungen, also haut sich in Grenzen und jetzt mal Signing Session. Vielleicht recht geil, schauen wir, was da abgeht. Genau, dann noch einmal Downhill Training. Also wie gesagt, ziemlich stacked, aber ist geil. Never switch on a gang, it's play for play, we never complain. Overcome by name and trade, you know the pain we bring. They cannot stop us, they cannot rock us, they cannot get in our way. Moin. Also Leute, wir wollen gerade Pflichttraining machen. Ist jetzt echt nichts geworden, das sind einfach zu viel Leute und jetzt fängt gleich Wipoff an. Ja, müssen wir leider verschieben, nutzt nichts, dann können wir halt nicht zum Downhill fahren. Aber dafür ist jetzt eine kleine Wipoff-Besprechung, die checken wir jetzt aus und dann geht's los zum Wipoff. Here we go! Also Leute, das war's vom Wipoff, war echt geil. Leider habe ich einen Platten hinten, was nicht so geil ist. Aber ja, ich meine, ein paar Mal bin ich brutal gecased, das war nicht mehr normal. Ich habe irgendwie komplett pedaliert, aber ich habe nie einen Speed hergekriegt. Es war echt brutal, also war echt schwierig, da einen Speed aufzubauen. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu weiches Setup. Aber ja, ich mein, ein paar Wips waren nicht so schlecht. Ja, jetzt können wir uns fokussieren aufs Downhill-Fahren, aufs Downhill-Rennen fahren. Ich würde sagen, bis morgen, servus. So, jetzt geht's zum Seeding Run. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da eine geile Zeit drüber hauen. Training hat auf jeden Fall gut geklappt und ja, das ist jetzt das letzte für heute. Dann schauen wir mal, dass es hoffentlich gut funktioniert. Let's go! I'm electric, I don't need the gas. I've been locked in, but never been boxed in. Only options, the top of the top 10. Always ready to go to say when. Let's begin, I'm gone with the wind. Cause ain't no stalling, I go all in. Hold the line, I hear greatness calling. Break the walls, you see them falling. Das war der Seeding Run, war auf jeden Fall recht geil. Ich schätze mal, dass ich Top 10 Ergebnis habe. War ein paar Fehler dabei, aber die können wir bis morgen noch ausbessern. Morgen haben wir nochmal Training und dann geht es zum Rennlauf. Dann schauen wir, wie es morgen geht. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Servus Leute, was geht? Heute endlich Race Day. Schauen wir, wie es geht. Heute geht es um alles. Wetter schaut nicht so stabil aus. Ich glaube, da kommt gleich mal der Regen. Jetzt hoffen wir, dass es noch einigermaßen trocken bleibt. Dann schauen wir mal, ob das alles hinhaut. Kommt dann oben schon der nächste, die Startnummer 10.
Daniel Hübner, Tirol bei Fache, Kenyon, Wilding Culture aus Österreich. Und das ist neue zweitschnellste Zeit auf dem Kennelrad, 1,47. Das Racen ist vorbei, zum Schluss war es fünfter Platz, war eigentlich recht geil. Aber man könnte auf jeden Fall noch ein bisschen ausholen, wenn man ein bisschen mehr trainieren würde. Aber es ist wurscht, es passt so, es war ein geiles Wochenende. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.